Hallo, liebe Modellbaufreunde, ich bin es wieder, noch im alten Jahr, der Modellbauer Messe. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass eure Projekte Form annehmen, aber auch fertig werden oder sogar neu anstehen. Ich für meinen Teil beende dieses Jahr mit guten Freunden. Vielleicht sieht man es hier hinten. Hier ist eine Luftmatratze und Bettzeug, da wir gerade Besuch haben. Ja, da hinten seht ihr noch die Hut. Da kann ich euch leider noch nicht viel dazu sagen, weil ich noch keine Informationen von Ashet erhalten habe. Und da in dieser Kiste da unten erwartet uns eine kleine Überraschung. Aber die ist noch nicht ganz komplett. Ein Paket fehlt nämlich noch. Ist noch in der Inlandsortierung. Das wird wahrscheinlich dann am 2. oder 3. Januar bei mir eintreffen. Seid gespannt. Ich bin es auf jeden Fall von diesem kleinen guten Stück hier. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Ganz einfach, ich bin auch weiterhin sehr zufrieden mit meinem Werkstattmöbel. Hier sehen wir das gute Stück. Auch das Kartonmodell ist sehr gut geschützt darauf. Und da haben wir immer noch diese Haken, die ich benutzt habe, für das Trocknen dieser Teile hier. So könnt ihr es besser sehen. Tja. Was gibt es auch noch Neues? Ich habe erhalten vom Besuch dieses kleine, schöne Ding von Revell mit Funktionen. Darauf bin ich natürlich ganz stolz, weil ich bin ein Star Wars-Fan. Dann noch ein kleines Präsent Socken im Stil von Imperium. Und natürlich auch noch ein Lichtschwert, das nun einen Ehrenplatz über meinem Arbeitstisch erhalten hatte. Nun, die F14 Tomcat wartet auch auf die Komplettierung. Aber das alles zu seiner Zeit. Also von dem her, ich muss auch dort wieder auf neue Lieferungen warten. Das dauert etwa noch ein ganzes Jahr lang. Und sonst kann ich euch noch kurz zeigen, welche Projekte ich schon bereits bauen konnte. Auch geht es nächstes Jahr auch ziemlich wild von sich hier bei meiner Werkstatt, denn hier sind noch Bausätze, die gebaut werden wollen. Und natürlich auch eine Titanic. Am Schluss habt ihr noch gesehen, wie ich meine Airbrush lagere. In einer Kiste. Aber was soll's? Platz hat man ja fast keinen, aber soll mich nicht stören. Zum Beispiel die Hood und die Bismarck werden hier an dieser Wand montiert bzw. präsentiert. Ich werde dazu noch irgendwelche Wandregale kaufen bzw. zwei, damit ich diese dort aufhängen kann. Nun denn, auf einen guten Rutsch, stoßt friedlich, feucht, fröhlich an und genießt noch den Rest des Jahres. Euer Modellbauer Messe, bis nächstes Jahr. Tschüss.